Willkommen zurück zu Let's Play WWE 12. Wir sind in einem Tag Team Match mit Wade Barrett und Sheamus gegen Big Show und Jack Swagger. Und wir können Wade Barrett spielen, das gefällt mir. Und, ah, super. Mal gucken, was Wade Barrett so drauf hat. Und ein, ah, oh, schöner Atomic Drop. Absolutely. That's a game changer by itself. Und Neckbreaker. Oh, super. Schöne Moves hat der Junge hier drauf. Na, der Big Boot geht ins Leere. Mal gucken, ob wir ihn trotzdem zeigen können. Ja. Ah, super. Geh zurück in deine Ringecke. Und. Ja, Big Boot in die Ringecke kontert er. Dafür kontern wir den Schlag und gehen mit der nächsten Schlagserie. Und wieder ausgekontert. Und schwerer Backbreaker gegen Big Show. Dann wechseln wir jetzt mal mit Sheamus. Oh, kein Wechsel? Ach, Sheamus ist beschäftigt mit Scheiße labern. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Und jetzt geht der Big Boot auch durch. Super. Na, ja, Big Show, aber der bleibt noch nicht liegen. Bulldog. Yeah. Und wieder ausgekontert. Wir kontern sehr viel und jetzt geht das Tag durch. Und Tag Team Move. Und Crossbody von Sheamus. Gott, sah das lächerlich aus. Egal. Hallo? Ja, prügel dich mit dem halt. Haben wir erstmal Swagger nach draußen befördert. Und erneut nach draußen wieder. Ja, lass uns mal auf den guten Herrn losgehen. Was auch wieder lustig ist, waren Swagger und Big Show nicht irgendwie verfeindet am Anfang der Story? Ich meine da irgendwas in Erinnerung zu haben, dass die sich irgendwie Backstage in der Haare hatten. Kann mich aber auch irren. So. Und, ey, jetzt kontert er uns aus. Oh, und DDT von Big Show. Was ist das denn? Und wieder ausgekontert, ja. Und wir kassieren einen harten Suplex. Ah, raus aus dem Ring erstmal. Und Belly to Belly. Ohne Anstrengung. Ah. Wir können nicht covern, ist mir gerade aufgefallen. Das heißt, es gibt wieder einen Story-Finish. Aber erstmal der Irish Backbreaker, komm. Oh nein. Schön gekontert. Swagger has the headlock. Hä? Oh, what a counter. Oh oh. Oh oh, er hat unseren Finisher gekontert. Nein, nicht. Oh, Gut-Wrench Powerbomb. Immerhin covert er auch nicht. Was mir allerdings zeigt, dass wir vielleicht ein Storyline-Finish haben. Oder höchstwahrscheinlich. Barrett with a boot to the temple. Und ein weiterer Atomic Drop. Gefolgt vom Back Suplex. Ah. Langsam könnte auch mal so Story Finish kommen. Ah, bin mal gespannt. So. Noch ein Backbreaker. Und. Ist das Pump Handle Slam? Yo, ein Pump Handle Slam! Super. Moves sind echt gut von Barrett.
kommen auch gut mit ihm zurecht. Und wir haben unser Zeichen endlich. Super, Finish. Was wird passieren? Ey, das stimmt gar nicht. Der war viel mehr angeschlagen. Oh, oh. Oh. But it looks like Big Show had a good time tonight. And if Sheamus and his cohorts want to have any fun in the series, then they're going to win the world. Oh, Entschuldigung, ich glaube, man hat wieder mein Ava Media Center gesehen. Oh, episch. Episch. Er setzt sich drauf und ist die Hände am Schütteln. Ah, geil. Schönes Story-Element. Und weiter geht's. And welcome to Monday Night Raw. Can you believe it, King? We are just a mere 6 days from Survivor Series. Was, schon so schnell wieder vorbei? Survivor Series has been around for over 20 years and it's given us so many great moments. But I have a feeling that this year's Survivor Series may be the best of them all. Speaking of great moments, we've got a ton of great moments in store tonight. For example, in the main event tonight, it'll be Triple H and John Cena teaming up to take on Undertaker and Randy Orton. But starting things off, it'll be Jack Swagger and the incomparable R-Truth. Das sind Matches, die uns alle nichts angehen. Ich bin mal gucken, wie das heute. Irgendwas muss ja passieren. Ey, geil, wir können uns bewegen. Öffnen. The gentlemen are down the hall. We have work to do. There's a 500-pound monster coming this way, gentlemen. And I'm of the opinion that he doesn't make it out of this garage in one place. Ach! I like it. Baron and I can handle this fella. You two see that we're left alone. Wen attackieren wir denn jetzt? Er hat irgendwas mit 500 Pounds gesagt. Dann muss es Big Show sein. Können wir nicht mal schneller laufen? Der dackelt mir hier zu viel. Aber immer anders hinsetzen. So then he says, hey, hit like und den sperren sie ein. I wanted to let you know this is going to hurt you. A lot more than it does us. Ha, jetzt gib es Schläge, Big Show. Und Belly to Belly. Mit einem 227 Kilo Viech, wie er vorhin auch stand. Auf Englisch 500 Pounds, muss man ja alles doppelt rechnen. Und Bulldog, oh, der kriegt richtig Schläge von den beiden. Oh, als ob die so mit dem umspringen könnten. Der ist irgendwie 10-3-mal so schwer wie die. Oh, und wir kassieren einen Backbreaker und ich habe aufgestoßen, das tut mir leid. Und DDT. Oh, super, er bleibt schon liegen, das heißt, es bleibt nicht mehr viel. Und da steht sogar schon. Und was passiert? What gonna happen? Oder what's gonna happen? Ah! Nein! Arms Barrett. Müssen wir jetzt alleine gegen den dran? Bitte nicht. Ja, anscheinend doch. Oh oh, oh oh, das gefällt mir nicht. Big Show, lass mich in Ruhe. Du bist mir schon bei Bragging Rights auf den Keks gegangen. Und DDT, super. Ah, bisschen klappt hier was. Back Suplex. Können wir was? Oh, super, war's schon. Au. Oh nein. Ah, nee, das wird doch wehtun. Der Mann ist aber Linkshänder, das geht doch nicht. Wie soll er jetzt seine Briefe schreiben? Armes Big Show. Naja, er hat uns auch nicht besser behandelt. Immer etwas Positives suchen. Etwas Positives suchen. Ma. Deutsche Sprache, Arsch. Jo. Ach, dann steht ja jetzt schon die Survivor Series an. And now.
WWE presents Survivor Series. Oh. Na dann, unser Tag Team Match steht an. Also diese Intros bei den Pay-Per-Views finde ich ja echt geil. Also dass sie jetzt so ins Spiel integriert wurden. Here comes William Regal. Yeah, but Michael, I don't think he's suited up. King, I think he's coming over here to join us on commentary. What? William Regal jetzt als Kommentator? The following contest is a six-man elimination tag team match. Sechs Mann nur noch. Es hieß doch eigentlich 8 Wochen. Ja, okay, Big Show, die Hand ist, schätze ich mal, kaputt. Das überspringen wir alles mal. Es dauert uns zu lange. Aber Elimination. Schon besser. Das ist Edge. Und jetzt kommen unsere drei. Sagst du, die haben eigenen Titan, also einen eigenen Tron oben? Also ein eigenes Einzugsvideo? Das ist aber, das ist gut gemacht, dass sie den extra noch ein Video geschnitten haben. Find ich gut. So. Ach, weißt du was? Wisst ihr was? Ich mache hier einen Cut, die Survivor Series sehen wir im nächsten Part. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.